Zum 20. Mal fand heuer wieder die Enstal Classic statt und natürlich war sie wieder Anziehungspunkt für zahlreiche Autoliebhaber aus nah und fern. Nahmen bei der ersten Veranstaltung im Jahr 1993 noch 35 Fahrzeuge teil, so hat sich das Teilnehmerfeld bis heute verzehnfacht und es wurden über 350 Nennungen abgegeben. Der letzte Tag bei der Enstal Classic. Wie sind Sie mit dem bisherigen Rennverlauf zufrieden? Sehr gut. Gestern war es natürlich sehr anstrengend. Der zweite Tag vom, sag ich mal so ungefähr 11 Uhr bis 16 Uhr, Platzregen, nur vom Feinsten. Alles, was Petrus parat hatte, hat er runtergeschickt. Und das war schon ein bisschen grenzwertig, auf den kleinen Strecken dann 50 Stundenkilometer zu fahren. Da war nicht nur Können gefragt, ein bisschen Glück gehörte auch dazu. Bis dato sind wir sehr zufrieden. Es ist dann natürlich immer eine wundervolle Veranstaltung. Spruch, fahren wie im Paradies, hat dieses Jahr auch wieder zugetroffen. Leider ist der Regengott dieses Jahr kein Österreicher gewesen und hat uns halt viel Regen beschert. Aber unterm Strich muss man sagen, sensationell organisiert und freies Fahren. Und es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Also ich schon. Ich bin kein Profi. Ich habe früher für Porsche Rennen gefahren, für Herrn Piech, 917. Ich bin auf der Rundstrecke zu Hause. Ich war auf dem Red Bull Ring, der erste, der gewonnen hat mit dem 917er. Und dies ist für mich ein Hobby. Porsche hat mich gebeten, den Wagen mal hier zu fahren. Tue ich gerne, aber Rallye ist nicht mein Metier. Aber ich muss sagen, Spaß gemacht hat es, auch wenn es ein bisschen geregnet hat. Der letzte Tag bei der Enstal Classic. Wie sind Sie mit dem bisherigen Rennverlauf zufrieden? Sehr, sehr zufrieden, abgesehen vom Wetter gestern. Aber es gehört halt dazu und es hat trotzdem Spaß gemacht, war ein bisschen frisch, war ein bisschen nass. Und Gott sei Dank war dann am Abend noch Sonne gekommen, dann war alles wieder okay. Sehr gut eigentlich. Es ist sehr gut organisiert gewesen, perfekter Ablauf. Das Wetter hat auch zum Schluss noch schon passt, weil wir offen vorne haben können alle. Nass sind wir nicht geworden. Ich muss sagen, ein gelungenes Rennen bis jetzt. Also klar, Veranstaltung ist schön, aber leider nicht für das Auto hier. Weil der ist einfach zu groß und zu alt und naja, also er hat sich schon schwer getan in den Kurven. Und die Prüfungen, die kriegt man auch nicht immer und dafür ein Ende voller Spielen dann. Sehr zufrieden an sich. Wir haben unser Ziel erreicht, durchzukommen, das haben wir geschafft. Also meine eigene Leistung ist bescheiden, aber meine Frau war gut, das Auto hat gut durchgehalten. Gestern war es ein bisschen nass, aber spaßig. Ein besonderes Highlight für die Besucher am Samstag in Gröbning war sicher die Vorführung des aus Bayern stammenden Stuntriders Chris Pfeiffer. Er bekam sein erstes Motorrad mit 5 Jahren und in Gröbning bewies der 42-jährige Motorradprofi Erstaunliches auf 2, aber wie er selbst sagt, noch öfters auf einem Rad sein Können. Rennfahrerlegenden wie Nigel Mansell, Sir Stirling Moss und der 92-jährige Rennfahrer und Testpilot Norman Dewis waren auch mit dabei. Das teuerste Auto, ein Ferrari 250 GT, hat laut dem Magazin Cavallino einen Marktwert zwischen 5 und 7 Millionen Dollar. Nachdem es bereits am Donnerstag über eine Distanz von 403 Kilometer und Freitag über 486 Kilometer durch, wie es im Titel heißt, Autofahren im letzten Paradies ging, gab es die Schlussbewertung am Samstag in Gröbling.